Ein Brand in einem Fachwerkhaus in Liebenau-Ostheim hat am Freitagabend einen Sachschaden von mindestens 60.000 Euro verursacht. Die Feuerwehren aus allen Liebenauer Stadtteilen und aus Hofgeismar wurden um 17.40 Uhr alarmiert. Nach ersten Angaben hatte eine Friteuse den Brand ausgelöst, der sich von der Küche auf weitere Räume im Erdgeschoss ausbreitete. Den Feuerwehrmännern und Frauen gelang es, das Feuer zu löschen, bevor es auf das gesamte Haus übergreifen konnte. Der Sachschaden ist dennoch beträchtlich, das Haus zunächst nicht bewohnbar. Die Feuerwehr suchte zunächst von außen nach weiteren Brandnestern im Holz. Beim Ausbruch des Brandes war nur eine Person im Haus. Der junge Mann wurde nicht verletzt. Der Hund der fünfköpfigen Familie überlebte das Feuer jedoch nicht. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an der Friteuse vermutet, die von der Kripo noch untersucht wird.